Augsburg hat eine reiche Kulturlandschaft. Brecht, Mozart, Friedensstadt, UNESCO-Welterbe. Wir haben eine Fülle von Themen, mit denen wir international punkten können. Und einer unserer wichtigsten Hotspots ist natürlich das Staatstheater. Es wird derzeit umgebaut, damit noch mehr Raum dafür da ist, dass die Augsburgerinnen und Augsburger, die so viele Erinnerungen an ihr altes Stadttheater haben, Kultur erleben können, aber damit vor allem auch Kulturschaffende Raum bekommen, um ihr Wirken auch in die Stadt ausstrahlen zu lassen. Hallo Herr Reinfuß, schönen guten Tag. Hallo Frau Platzwart. Schön, dass Sie mich heute hier empfangen. Ich wollte mal fragen, was passiert hier eigentlich? Die meisten Leute haben hier keinen Zugang. Wollen Sie uns die Baustelle heute ein bisschen zeigen? Selbstverständlich. Eine Baustelle kann man nur live erleben und würde ich vorschlagen, dass wir uns auf unseren Rundgang durchs Gebäude machen. Wir beginnen jetzt unseren Rundgang im eigentlichen Herz des Theaters im Zuschauersaal, den die meisten sicherlich noch in Erinnerung haben werden mit diesen plüschigen roten Sesseln und dieser dunklen mahagonifarbenen Holzverkleidung. Dieser Zuschauersaal ist natürlich wesentlicher Bestandteil dieses Denkmals der 50er Jahre und deswegen ist natürlich oberstes Gebot, diesen Zuschauersaal wieder so herzurichten, wie er ursprünglich in den 50er Jahren auch angedacht war. Aber um diese Generalsanierung durchzuführen, müssen wir natürlich die ganzen historischen Bauteile demontieren und auslagern, wieder aufbereiten, bevor sie dann letztendlich wieder an ihre Stelle zurückkommen. Und hinter dem eisernen Vorhang wird man die richtige Dimension der Bühne, der Unterbühne, der Obermaschinerie, der Hinterbühne dann wahrnehmen können. Und da finden natürlich auch die baulich größten Veränderungen im großen Haus statt. Neben dem Zuschauersaal ist natürlich die Bühne das Wichtigste in einem Theater. Und wir befinden uns jetzt direkt auf der Hauptbühne. Über uns ist der Bühnenturm, der von dieser Ebene 26 Meter nach oben sich erstreckt. Was wir heute hier vor uns haben, ist natürlich komplett leergeräumt. Man muss sich diesen Raum vorstellen mit unterschiedlichsten Hebevorrichtungen, mit technischen Einrichtungen, mit Seilen. Alles war schwarz angestrichen, sehr mystisch. Und diese ganze technische Bühnenausstattung, die zum großen Teil aus den 1950er und den 1990er Jahren stammt, ist jetzt komplett ausgeräumt. Und Ziel wird sein, der Generalsanierung, dass dieser Bühnenturm statisch neu ertüchtigt wird. Das heißt, wir stellen quasi einen Tisch mit vier Beinen in dieses Volumen des Bühnenturms ein und hängen dann an diesen neuen Tisch alle technischen Einrichtungen, die für ein zeitgemäßes, modern ausgestattetes Theater notwendig sind. Beim Neubau selber hat man ja heute noch überhaupt keine Vorstellungen. Es geht hier um wesentlich mehr als wie nur um bauliche Projekte, sondern es geht hier tatsächlich als kultureller Impulsgeber, den wir an dieser Stelle künftig bauen wollen. Und wenn wir alles richtig machen, dann wird das Staatstheater mit dem neuen Haus für die nächsten Generationen der Augsburger hier eventuell vielleicht sogar ein Wahrzeichen sein.
Ich befinde mich jetzt auf einer der Arbeitsgalerien, die schon ziemlich weit oben sind. Und ich gehe jetzt einfach mal die Arbeitsgalerie in Richtung Schnürboden, wo üblicherweise die gesamten Hebewerkzeuge für verschiedene Bühnendekorationen aufgehängt sind. Wir befinden uns jetzt hier schon 10 Meter, glaube ich, über Grund. Ganz oben werden es dann 26 Meter sein. Man muss sich das so vorstellen, dass während einer Vorführung hier natürlich jede Menge Theatermitarbeiter umherwuseln und im Dunkeln letztendlich die Theateraufführung managen. Also hier befinden wir uns jetzt auf dem obersten Niveau im Bühnenturm, ungefähr 26 Meter über Bühnenniveau. Im Bereich des Schnürbodens herrscht normalerweise ein Gewirr von Seilzügen und Hebewerkzeugen. Das ist mittlerweile alles abgebaut und es ist schon ganz schön schaurig, wenn man hier auf dem Gitterrostboden steht und nach unten schaut. Es ist eine wahnsinnige Höhe. Es ist neben dem Gaskessel einer der größten Räume, die wir in der Stadt Augsburg in der Art eigentlich haben. Und es zeigt natürlich viel mehr, was Theater eigentlich bedeutet. Wenn man im Zuschauerbereich sitzt, sieht man natürlich nicht, was hier oben alles während einer Aufführung vor sich geht. Das Staatstheater Augsburg hat durch seine Staatstheaterwertung den Rang Augsburgs als europäischer Kulturmetropole nochmals unterstrichen. Darüber hinaus hat es den Auftrag der Bürgerinnenschaft bekommen, doch transparent in die Stadt hineinzuwirken, Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen in kulturelle Dialoge. Und das wird natürlich im Theaterviertel besonders lebendig, besonders greifbar. Schön munter bleiben, die Show ist aus. Unsere Schauspieler waren, wie ich es euch gesagt habe, allesamt Geister. Und die haben sich jetzt in Luft aufgelöst. In dünne Luft. Ja, wir sind jetzt schon sehr tief im Bereich der Hinterbühne und bewegen uns jetzt auf die Hauptbühne, die aufgeständerte Hauptbühne, die wie ein Relikt aus einer Kulisse von Star Wars sich vor uns auftürmt, die pure Masse an Stahl, an Konstruktion. Und das Besondere ist, dass diese Bühne jetzt vollkommen unabhängig vom eigentlichen Gebäude steht und so lange dort steht, bis wir alles außenrum fertig gebaut haben. Und dann wird diese Bühne wieder auf die Hydraulikstößel aufgelegt werden und dann bewegt sie sich hoffentlich wieder so, wie es sein soll, nach den Anforderungen des Theaters nach oben und nach unten. Wenn man durch die Baustelle geht, ist man natürlich ein bisschen wehmütig, ein wenig melancholisch, aber natürlich auch voller Vorfreude, weil es passiert so unglaublich viel und die Veränderung in dem Gebäude ist wirklich faszinierend. Und solche Orte haben natürlich immer eine ganz eigene Poesie und eine ganz eigene Magie und da ist man als Theatermensch natürlich sofort mit allen Sinnen dabei.